Ich begrüße Sie alle ganz herzlich im Namen des Bündnisses für Solidarität mit den Sinti und Roma Europas zur heutigen Roma-Day-Parade. Es ist das fünfte Mal, dass wir den Welt-Roma-Tag begehen und es ist das zweite Mal, dass wir ihn mit einer Parade begehen. Anlass ist der 8. April 1971, als erstmals Selbstorganisationen der Sinti und Roma aus Europa sich in London trafen und mit drei Forderungen an die Öffentlichkeit traten. Die erste Forderung war, den Begriff Zigeuner zu streichen und den Begriff Roma einzuführen. Die zweite Forderung war, eine Hymne und eine Fahne. Und die dritte Forderung war, die Anerkennung des nationalsozialistischen Völkermordes an den Sinti und Roma Europas. Auch Deutschland hat lange gebraucht, diesen Völkermord anzuerkennen. Wir befinden uns hier neben dem nationalen Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Romas als Ausdruck der Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland für diese Verbrechen an Hunderttausenden Sinti und Roma in Europa. Allerdings kann Gedenken nur das eine sein, das andere muss ein Wirken in der Gegenwart sein. Deshalb haben wir uns hier heute zusammengefunden, um nicht nur der Sinti und Roma zu gedenken, sondern vor allem um den Welt-Roma-Tag zu feiern. Ursprünglich sollte diese Veranstaltung Frau Staatsministerin Liedmann-Mautz eröffnen, aus terminlichen Gründen, weil wir die Veranstaltung verschieben mussten, hat sie uns abgesagt, aber ein kurzes Grußwort, das ich nun verlesen möchte, uns übergeben. Grußwort von Staatsministerin Annette Liedmann-Mautz anlässlich des Internationalen Welt-Roma-Tages. Zitat: Berlin, das ist doch unsere Stadt. Wir haben nach dem Krieg die Steine geputzt und den Schutt weggeräumt. Das sagte Otto Rosenberg, geboren 1927 in Ostpreußen, aufgewachsen in Berlin. Als kleine Anmerkung, in Ostpreußen wohnten damals die meisten deutschen Sinti. Rosenberg überlebte Auschwitz, während ein Großteil seiner Familie dort ermordet wurde. Nach dem Krieg war er Mitbegründer und Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg. Es ist ein Wunder, dass heute wieder rund 100.000 Sinti und Roma in unserem Land leben. Ich bin froh und dankbar, dass sie als anerkannte Minderheit Teil unserer Gesellschaft sind und Deutschland nach 1945 nicht den Rücken gekehrt haben. Umso beschämender ist es, dass es in Europa immer noch Ressentiments gegen Sinti und Roma gibt. Antiziganismus, das ist kein Phänomen von gestern, sondern auch noch heute präsent. Das dürfen wir niemals hinnehmen. Darum ist es gut, dass sich der Deutsche Bundestag im März eindeutig dazu bekannt hat, entschlossen gegen die Diskriminierung und Stigmatisierung von Sinti und Roma vorzugehen. Wir schauen nicht weg, wenn Menschen von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Wir kämpfen dafür, dass allen Menschen das zuteil wird, was ihnen zusteht, nämlich Würde, Respekt und die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben, ob beim Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt oder zum Gesundheitswesen. Beim Internationalen Welt-Roma-Tag wird nicht nur die Erinnerung an die Geschichte der Sinti und Roma wachgehalten und der Kampf gegen Antiziganismus gestärkt. Im Mittelpunkt steht auch die Kultur. Sinti und Roma sollen ihre Kultur erhalten, pflegen und einer breiten Öffentlichkeit zeigen können. Das stärkt die Identität und kann Vorurteile überwinden. Otto Rosenberg hatte recht, Berlin, aber auch Deutschland, das ist ebenso Heimat für Sinti und Roma. Ihr Platz ist in der Mitte unserer Gesellschaft. Herzlichen Dank.